Hallo, mein lieber Skorpion, und auch hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Schön, seid ihr alle hier. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Vika Stern, lieber Skorpion. Lieber Skorpion, heute schauen wir uns die Karten an für den Monat August. Wir schauen uns aber nur das Thema Beruf an, das heißt Beruf, Karriere, Finanzen und die Selbstverwirklichung. Falls das dein Thema ist, darfst du gerne dranbleiben. Falls du jetzt sagst, das sagt mir ja gar nichts, das Thema, dann musst du halt selbst entscheiden, ob es dir dann wirklich etwas bringt, das Video anzuschauen oder eben nicht. Denk daran, liebe Skorpion, das ist eine allgemeine Legung, das heißt, es kann nicht für alle passen. Nimm nur das, was zu dir gehört. Also hör auf deine innere Stimme, sie sagt dir, was zu dir gehört und was eben nicht. Alle Informationen bezüglich persönlicher Legungen findest du unten in der Infobox. Dort findest du auch die Verlinkungen zu meinen anderen Social-Media-Kanälen. Darfst du gerne mal reinschauen und mir auch da folgen, wenn du magst. Würde mich sehr darüber freuen. Ja, lieber Skorpion, dann fangen wir doch an. Dein August 2023 Beruf, Karriere, Finanzen, Selbstverwirklichung. Skorpion, bitte. August, Skorpion, Skorpion. Hoffnung. Der Anker wird gesetzt. Irgendein Hoffnungsschimmer wirst du wahrscheinlich im August haben, wenn du vor allem merkst, dass du jetzt so ein bisschen eine Zeit lang ein Tief hattest, egal in welcher Situation du bist, ob du jetzt auf Stellensuche bist, angestellt oder Thema Selbstständigkeit hast, spielt keine Rolle. Du bekommst Hoffnung, Energie, so wie ein Lichtblick. Das heißt auch, du merkst auch diese Positivität, die dich umkreist. Vielleicht bekommst du eine Nachricht oder wirst irgendetwas erfahren, was dir so ein bisschen Hoffnung bereitet. Aber schauen wir mal, lieber Skorpion, was ist dein Hauptthema, welches du fokussieren oder auflösen solltest? Mit dem großen Arcana, Skorpion, bitte. Danke. Die Kraft. Löwe-Energie, vielleicht auch das Thema, auf die Bühne zu gehen, sich zu zeigen, sich auch vielleicht mit Social Media befassen, sich dort zu zeigen. Weil das ist immer so ein Thema, ich sehe das ganz oft, dass viele Menschen große Ideen haben, große Visionen, aber sie das wie nicht trauen, hinauszubringen, der Welt zu zeigen oder ihr Gesicht zu zeigen, weil ja, man könnte dann ja kritisiert werden, oder? Das verstehe ich total, diese Angst, aber du darfst dich dadurch wirklich nicht hindern lassen. Es gilt wirklich mehr ins Vertrauen zu kommen, so ein bisschen ins Sanfte, nicht mehr in das Schwere, Schleppende, Ziehende, Zerrende, nichts erzwingen. Und es kann sein, dass im August jetzt jemand mit Sternzeichen Löwe sehr wichtig sein wird. Und vielleicht hast du Löwe in deinem Chart. Vielleicht geht es auch um die Bühne selbst, um das Thema berühmt werden. Natürlich nicht bei allen. Aber falls das dein Thema ist, so ein bisschen das Gesehenwerden, hast du im August große Chance, die ersten Schritte in diese Richtung zu gehen. Dass du dich traust. Schauen wir mal weiter, lieber Skorpion. Was kommt sonst noch? Ui. Die Gerechtigkeit. Vielleicht löst du einen Arbeitsvertrag auf, um einen neuen anzugehen. Wow, guter Monat. Ganz, ganz gut. Ass der Münzen, 2 der Kelche und 7 der Münzen. Ui. Also, hier kommt eine Chance für Erfolg. Ganz klar. Für finanzielle Stabilität, für Erfolg. Es kann sein, dass diese Chance dich zum Erfolg führen wird. Das heißt, dass du vielleicht den Erfolg noch nicht im August bekommst, also dass du noch dort keine Resultate siehst. Aber diese Chance führt dich zum Erfolg, wenn du sie annimmst, oder? Das ist ganz wichtig, das muss dir bewusst sein. Das Universum bringt dir Chancen, bringt dir
Begegnungen bringt dir Gespräche, aber was du daraus machst, ist immer deine Entscheidung. Das Universum versucht dich zu führen, zu lotsen, aber du kannst natürlich auch Nein sagen. Und hier kreuzt eine Chance deinen Weg, eine große Chance. Das kann in Form von einer Idee sein, eine Begegnung, vielleicht auch ein Vorstellungsgespräch oder dass du selbst ins Vertrauen kommst und jetzt spürst, jetzt ist es an der Zeit, sich zu zeigen, seine Fähigkeiten zu zeigen, zu offenbaren. Sehe hier auch Chance für einen Vertrag. Könnte ein neuer Arbeitgeber sein, eine neue Anstellung oder vielleicht ein Vertrag im künstlerischen Bereich, nehme ich wahr, bei einigen. Kann aber auch sein, dass du dir selbst etwas versprichst und wie einen Vertrag mit dir selbst machst, dass du sagst, jetzt möchte ich durchstarten. Ich sehe hier auch mit 7 der Münzen, dass du gezielt so ein bisschen das Thema Zeitmanagement, dass du das relativ gut im Griff hast im August, dass du deine Zeit genau dort investierst, wo es investiert werden muss. Du hast ein richtig gutes Gespür für Zeitmanagement. Du lässt dich nicht ablenken, du bleibst dran. Und ich sehe hier, dass etwas passiert. Im Hintergrund entstehen schon Wurzeln, aber du siehst die Blüten noch nicht. Das heißt, bleib wirklich geduldig, bleib dran, gib nicht auf, weil hier entsteht ein gewaltiges Fundament. Falls eben Thema berühmt werden dein Thema ist, du hast unglaublich gute Chancen. Wenn du dieser Energie auch treu bleibst, natürlich, oder? Weil du hast ja einen freien Willen. Am Schluss entscheidest du über dein Leben und nicht die Karten. Du bekommst eine richtig klare Klarheit, vielleicht auch eine Antwort von jemandem. Können auch Gespräche sein, sehe ich hier. Wichtige Gespräche, auf die du schon lange gewartet hast, oder auf diese Klarheit, oder auf diese Chance hast du schon lange gewartet. Kann auch im finanziellen Bereich sein, dass du dort etwas bekommst von jemandem. Kann auch bezüglich Online-Business vielleicht etwas sein, was du am Aufbauen bist, muss nicht. Oder Online-Lernplattformen. Ich sehe hier einfach, dass etwas Form annimmt, Stück für Stück. Ich sehe hier auch, dass du sehr, sehr lange so ein bisschen keinen Boden unter den Füßen hattest. Also hier ist der Turm und der Eremit, vielleicht hattest du auch einen Turmmoment. Vielleicht schon länger her, vielleicht erst gerade vor kurzem und du wurdest gezwungen, hey, überdenke mal deine berufliche, deine finanzielle Situation, es müssen Veränderungen kommen. Und darin befindest du dich. Du befindest dich komplett im Eremitenmodus, das heißt, du durchforstest alle Möglichkeiten und bist auch bereit, Zeit und auch ja, Nerven vielleicht und Geduld zu investieren, um ein Fundament zu bekommen. Es ist am Aufbau, es ist noch nicht da, aber es entsteht und es entsteht eben gewaltig stark. Schauen wir mal, was ist denn der Rat? Ja. Wow, das Gericht. 9 der Münzen. Die Karten raten dir auch, möglichst unabhängig zu bleiben. Das heißt, wenn du in die Selbstständigkeit gehst, dass du vielleicht Geschäftspartner hast, aber vielleicht schon schaust, dass das immer noch deine Firma ist, also deine Selbstständigkeit. Versuch auch nicht zu sehr abhängig zu werden von anderen. Versuch wirklich die Unabhängigkeit. Das heißt jetzt aber nicht, dass du die Ego-Schiene fahren musst, überhaupt nicht. Aber bleib ein bisschen unabhängig, ganz, ganz wichtig. Was ich auch sehe mit dem Gericht, du musst eine Entscheidung treffen. Also du wirst einen Weckruf haben, einen tiefen Aha-Moment, der dich wahrscheinlich direkt zum Ass der Münzen führt. Hör zu. Ich glaube, das ist das größte Problem. Wir hören unserer inneren Stimme nicht zu.
Wie oft hast du dich für etwas entschieden und im Nachhinein hast du gedacht, ah, verdammt, ich hab's doch gewusst. Warum habe ich meinem Gefühl nicht vertraut? Genau das. Lass Transformation zu und Veränderung. Vertraue deiner Intuition. Und sei bereit, Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen für dich und nicht für andere. Das muss dir bewusst sein, dass du eben Entscheidungen für dich treffen musst und nicht für andere, dass du nicht zu sehr zweifelst. Was liegt im Schatten und ist dir nicht bewusst, Skorpion? Im Schatten liegt der Eremit, das Schicksalsrad und die Königin der Stäbe. Königin der Stäbe ist so die Schaffenskraft. Die geht vor, weil sie lebt ihre Passion. Die geht nicht in ein Hamsterrad. Die tut nur das, was ihr gefällt. Die erschafft neue Dinge. Ihre Träume, ihre Visionen werden umgesetzt. Die bleiben nicht Träume. Und ich sehe hier auch, dass diese Energie im Schatten bei dir schlummert, diese Entfaltung. Ich sehe auch, im Schatten ist diese Seelenreise, die noch nicht beendet ist, die du vielleicht erst gerade angefangen hast. Vielleicht ist dir gar nicht bewusst, dass du dich schon auf dieser Seelenreise befindest. Und ich sehe hier das Schicksalsrad, schicksalshafte Wendung, schicksalshafte Fügung. Eben das Universum wird dir Dinge, Möglichkeiten bringen. Hör zu, werden dir vielleicht auch Botschaften überbringen in Form von wichtigen Gesprächen, Zeichen, sieh hin, hör zu. Kann sein, dass dir das gar nicht auffällt, diese schicksalshafte Begegnungen, diese schicksalshafte Wendungen, dass dir das null auffällt. Dass du sie vielleicht kurz registrierst und fertig. Aber hier ist viel, viel mehr. Versuche mehr wirklich ins Bewusstsein zu kommen, dass du diese Chancen auch ganz stark wahrnimmst, damit du eben entscheiden kannst, ob du sie möchtest oder nicht. Ja, mein lieber Skorpion, danke vielmals fürs Zuhören, Zuschauen. Lass ein Like da, abonniere meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.